Ich hatte, bevor ich in die Villa eingeladen wurde, eine großartige Entdeckung gemacht oder eine Entdeckung, die mich begeistert hat. Ich stieß bei einer Lektüre über die Sowjetunion auf zwei russische Erfolgsautoren, Ilja Ilf und Jewgeni Petrow. Die haben alle ihre Bücher zusammengeschrieben, sind Bestsellerautoren und erfuhr, dass diese beiden tatsächlich 1935 im Auftrag einer großen sowjetischen Zeitung eine viermonatige Reise durch die Vereinigten Staaten gemacht hatten. Und ich dachte, das ist ja unglaublich interessant. Und in der Villa habe ich dann die Etappe, die die beiden an der Westküste sozusagen absolviert haben, schon mal ein bisschen inspiziert und mir einige Orte angeschaut, an denen die auch waren. Und da habe ich gedacht, ja, du musst wirklich den ganzen kompletten Bogen schlagen. Das wird spannend. Und da hat die Villa mir eine wunderbare Begegnung beschert sozusagen. Also ich habe dort Alexei Meschanow kennengelernt, einen bildenden Künstler und später dann seine Lebensgefährtin Jana Müller, die eine bildende Künstlerin ihrerseits ist und eine tolle Fotografin. Und dann habe ich gedacht, vielleicht frage ich die beiden. Und in der Tat haben sie gesagt, das machen wir. Mit dir fahren wir bis ans Ende der Welt, also sprich bis an den Pazifik. Und insofern ist das ein Projekt, das ideell vorher da war, in der Konstellation eigentlich in der Villa Aurora geboren und entwickelt wurde. Und jetzt im Jubiläumsjahr der Villa, was kann schöner sein, gehen wir also auf Tour und zwar in drei Sprachen, Deutsch, Englisch und Russisch. Und ich würde mal sagen, das ist eigentlich, ja, das ist Villa Aurora, so wie sie leibt und lebt.